Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einem Championatsvideo. Heute das erste mit Wild Beauty und zwar in Wilde Village. Ich habe mich schon angemeldet und ich würde sagen, wir springen mal zu dem Zeitpunkt, wo das Championat startet. Okay, dann probieren wir doch mal unser Glück. Ja, lang keine Champis mehr geritten, aber ich muss, weil ich brauche wieder Platz im Stall. Und zurzeit blockieren halt meine ganzen Level 15 Pferde mir irgendwie Plätze im Stall. Und deswegen, ja, muss ich das mal wieder ein bisschen machen. Ich muss auch wieder mein Level. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, wie, wann und wo ich vielleicht mal wieder einen Level-Stream in der Woche machen kann. Da bin ich aber noch am Überlegen, weil ich auch erstmal irgendwie meinen Zeitplan auf Twitch wieder mal ein bisschen in Gang kriegen möchte, bevor ich dann hier auf YouTube mit den Streams gucke. Aber vielleicht kriege ich es ja zum Anfang nächsten Jahres hin oder vielleicht noch im Dezember, dass ich ja wieder einmal in der Woche einen Tag streamen werde. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache. Aber da hätte ich auf jeden Fall wieder Bock drauf. Ich hätte es auch nötig, weil ich muss wirklich dringend meine Pferde leveln. Ich meine, ich level sie ja schon einmal die Woche beim Club-Treffen, das ist ganz cool. Aber dann vielleicht noch so einen zusätzlichen Tag, damit ich vielleicht mal wenigstens für zu, ja, zwei Tagen die Woche so für ein, zwei Stunden Pferde level. Das wäre schon ziemlich gut, weil, ja, bald kommen ja wieder die Weihnachtspferde. Ich denke, da werden wir dieses Jahr auch wieder zwei neue Modelle bekommen. Kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Das würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Und genau, dafür brauche ich auch ein bisschen Platz im Stall. Und ja, natürlich müssen dann die alten Pferde auch wieder raus. Dann brauche ich auch wieder was für Champis, obwohl ich hierfür noch ein paar Pferde habe. Aber zurzeit alles so ein bisschen viel. Und ich muss mal schauen, wie ich das am besten mache. Und ich würde natürlich auch mal gern andere Pferde kaufen, außer Urpferde. Weil ich kaufe irgendwie nur noch die Urpferde. Weil ich weiß, dass die meistens zeitlich limitiert sind und dann halt nur sehr unregelmäßig wieder reinkommen. Als jetzt eine neue Pferderasse, die halt permanent im Spiel ist. Was aber sehr schade ist, weil ich gerne von denen auch mal wieder neue Pferde haben wollen würde. Deswegen muss ich mal gucken, wie wir das so demnächst angehen. Aber ja, das habe ich auf jeden Fall auch schon länger im Hinterkopf, dass ich vielleicht mal wieder so ein Stream in der Woche mache. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn ich das irgendwie gebacken kriegen würde. Und für mich ist es ein zweiter Platz geworden. Bin ich hier sehr, sehr zufrieden mit der Anastasia. Hat mich dann noch knapp geschlagen. Und ja, gut, ich würde sagen, wir machen dann hier an der Stelle jetzt schon mal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, dass ihr mich bei diesem kleinen Championat begleitet habt. Wir sehen uns auf jeden Fall sehr bald wieder, weil wie gesagt, Championate kommen jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßiger. Und irgendwann versuche ich auch mal wieder so einen Stream mit einzupendeln. Gut, ich bedanke mich. Wie gesagt, habt ihr so einen wunderschönen Tag. Ich weiß noch nicht, wann ich dieses Video hochladen werde. Aber ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.